Beginnende Zeichen für einen anaphylaktischen Schock sind vor allem ein Juckreiz, ein Kribbeln an Handflächen oder Fußsohlen, auch so ein metallischer Geschmack im Zungenbereich, auch so ein bisschen ein Kribbeln oder Juckreiz im Halsbereich oder eine Benommenheit sind hier typische Symptome. Anzeichen für einen schweren anaphylaktischen Schock sind vor allem ein Hustenreiz, eine Luftproblematik, wenn der Blutdruck nach unten sackt, aber auch Übelkeit oder Erbrechen, schließlich auch Bewusstlosigkeit bis hin zum Schock. Das Auftreten der Symptome kann unterschiedlich sein. Das kann relativ rasch von Sekunden bis Minuten starten, das kann aber auch verzögert später erst nach Stunden starten. Bei den Insektengiften zum Beispiel kann es auch sein, dass ein biphasischer Verlauf ist, das heißt, zuerst kommt es zum Auftreten der Symptome, dann wieder zum Abflachen und schließlich noch einmal zum Ansteigen der Symptome.